Es geht in diesem Vertiefungsseminar um soziale Beziehungen und Klassenklima. Also es sind ja angehende Sekundarlehrpersonen, Sekundarstufe 1, die wir ausbilden, und sie dürfen sich da entscheiden für dieses Thema. Die Zahl der Studierenden ist höchstens 20. Und habe ich das so eingeteilt, dass wir zuerst einmal uns fragen, was sind soziale Beziehungen, was ist Klassenklima. Sie werden da zuerst einmal mit der Theorie konfrontiert. Sie müssen dann aber sehr bald auch, und das ist wichtig jetzt auch gerade für diese Vertiefung, dass Sie sich eben auch insofern mit dem Thema beschäftigen, dass Sie lernen zu diagnostizieren. Kann man das überhaupt herausfinden? Wie steht es um die sozialen Beziehungen in meiner Klasse? Wie steht es um das Klassenklima, wenn ich unterrichte? Und das müssen Sie lernen zu diagnostizieren. Und ich möchte dann auch in diesem Vertiefungsseminar, dass Sie das anwenden und auch tatsächlich durchspielen, mal in einer konkreten Klasse. Dann nützt es natürlich nicht so viel, einfach mal zu wissen, wie die sozialen Beziehungen innerhalb einer Klasse aussehen oder wie es um das Klima steht. Genau, okay. Also, wir werden dann schauen, genau, also so Inhalt hier, genau, das ist noch die alte Version, aber es sollte auch gehen. Gut, genau, also was weiß ich darüber? Das wäre so mal das Erste, was die Intention des Seminars ist, etwas darüber zu erfahren, dann lernen zu diagnostizieren, diese beiden Konzepte in einer konkreten Klasse, und dann eben, wenn man dann weiß, wie es um eine Klasse steht, dann geht es natürlich auch darum herauszufinden, ja, was kann ich tun? Soll sich das verbessern? Geht das überhaupt? Und wir diskutieren das durchaus auch dialektisch jetzt natürlich. Geht das überhaupt? Ist das die Aufgabe von Lehrpersonen? Aber das ist natürlich ein anderes Thema heute, genau. Die Outcomes sind dann folgende, die gehen eigentlich auch wieder entlang diesem Schema. Die Studierenden können eben theoretisch definieren, die beiden Konzepte, sie können sie erfassen, auswerten und auch übersichtlich darstellen, und sie können dann auch ganz am Schluss noch Ziele, Veränderungsziele ableiten und dann auch Maßnahmen für sich überlegen, was könnte man jetzt tun in so einer in meiner Schulklasse, damit sich da die Situation für die Schülerinnen und Schüler verbessert. Genau. Daraus ergibt sich eigentlich so für mich jetzt etwas sehr Einfaches. Oder? Sie müssen das einmal durchspielen, umsetzen, ein Umsetzungsprojekt. Und das sind so die Punkte. Die theoretischen Grundlagen müssen Sie kennen, ein Erhebungsinstrument entwickeln, und zwar angepasst an die Situation der Klasse. Dann die Daten erheben, Daten auswerten, Sie kennen das, ist so ein klassisches Design, Veränderungsziele ableiten und dann auch konkrete Maßnahmen planen. Jetzt ist das natürlich immer auch schwierig und sehr heikel, das in Klassen zu erheben. Trotzdem, eben, wenn Sie sich anmelden für dieses Vertiefungsseminar, dann müssen Sie einen Zugang haben zu einer Klasse, im besten Falle sogar selber eine unterrichten. Das ist bei vielen Studierenden bei uns so, dass sie schon unterrichten und Klassen eigentlich haben, in Anführungszeichen. Und wenn nicht, müssen sie jemanden kennen, wo sie das erheben dürfen, wo sie das also abgesprochen haben, dass das auch klappt. Denn, das kann ich jetzt schon sagen, wenn man beginnt in einer Schulklasse, sich mit diesem Thema auseinandersetzen und schon nur die Frage stellt, wie steht es um das Klimatische, wie steht es um die Beziehung, dann löst man eigentlich schon etwas aus. Also man muss wissen, was man tut, man muss das auch wollen, das thematisieren, und deshalb ist das sicher ein heikler Punkt, den wir diskutieren mit den Studierenden. Aber wenn das dann läuft, geht es eigentlich grundsätzlich darum, eben dieses Projekt umzusetzen. Das ist so das Hauptziel eigentlich des Seminars. Und jetzt habe ich mir eben Folgendes überlegt, wie könnte man das machen? Das ist die ILIAS Lernumgebung, so sieht die aus. Jetzt das ist konkretes gerade eigentlich für das neue Semester, für das kommende Semester. Sie sehen, der Anfang ist relativ klassisch, also Einführung in die Problematik, und dann mache ich zwei Input-Referate, wo ich so die beiden Konzepte den Studierenden vorstelle. Und ab dann, das wäre eigentlich ab hier, geht es dann eben darum, jetzt dieses Projekt umzusetzen. Und jetzt komme ich eigentlich zum Thema oder zu der Fragestellung, die mich umtreibt, noch heute umtreibt, nämlich, jetzt setzen Sie das um. Das ist so ein klassisches Selbststudium. Jetzt könnte man ja sagen, okay, geht hin und setzt das um. Und was dann, oder? Und dann
ich kenne das alles und ich habe das alles auch schon durchgespielt, dann kann man sie online betreuen und sie kennen das. Und irgendwie hat mich, das führt dann immer zu relativ unbefriedigenden Situationen. Oder ich weiß nicht so recht, wo die stehen, was die genau machen, was haben sie für Probleme, melden sich denn alle? Und ich würde gerne an die Keynote anknüpfen, nämlich, oder was hat Herr Fischer gesagt heute, Unterstützungsfunktionen werden oft nicht genutzt und vor allem dann von jenen nicht, die es eigentlich bräuchten. Und das ist genau auch meine Erfahrung immer gewesen, jetzt in den Jahren, in denen ich Lehre betreibe. Und wie kann man dem entgegenwirken? Und das ist vielleicht jetzt so der Kontrapunkt, den ich heute mit meinem Input setze. Ich habe gedacht, dann geh doch back to the roots und sag, ich kann euch nicht coachen, wenn ihr nicht da seid. So, und das Thema ist dann Lerncoaching. Ist es überhaupt ein Thema in der Hochschuldidaktik? Es ist ganz sicher eines in der Volksschuldidaktik. Und wie steht es aber in der Hochschuldidaktik? Coachen wir unsere Studierenden? Gehen wir in Lerngespräche, Lernberatung ist das Thema, Lerncoaching, Lernbegleitung und das gehört in meinen Augen zum Thema Selbststudium. Und ich weiß, dass es diese Online-Tools alle gibt, wie man sie auch begleiten kann, unsere Studierenden. Aber für mich war jetzt das mal so, kehre das Spiel mal um und begleite sie konkret, aber dafür müssen sie hier sein. Und deshalb mache ich das tatsächlich, ich habe das mal das mache ich jetzt im nächsten Semester dann das dritte Mal. Das N ist relativ klein, ich kann da jetzt nicht so mit Balkendiagrammen operieren, aber ich habe die zwei vorangehenden Durchführungen evaluiert, mit den Studierenden gesprochen und es hat mich interessiert, wie sie dazu stehen. Sie müssen also jetzt, und das ist wichtig, jetzt muss ich da schnell, hoffe, das geht, genau. Im Semesterverlauf, eben die ersten vier Veranstaltungen, habe ich schon gesagt, das ist relativ traditionell. Da geht es um Inputs auch. Und jetzt haben Sie hier diese neuen Veranstaltungen Zeit, um dieses Projekt umzusetzen. Und Sie kommen, und das möchte ich eben jetzt zu mir ins Seminar. Oder wir treffen uns in diesem Seminarraum. Was ich jetzt hier mache, ist Folgendes. Ich habe gesagt, eben, es gibt keine Slides mehr und keine offizielle Begrüßung. Also ich stehe jetzt nicht jedes Mal wieder vor die Seminargruppe und macht den Hampelmann, sondern ihr kommt und arbeitet hier. Es soll eine Arbeitsatmosphäre entstehen, ihr kommt, arbeitet, und zwar eben, das gleisen wir dann auch so auf, Sie haben die Möglichkeit, in Gruppen das zu machen, alleine zu machen. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, der mich immer wieder auch umtreibt, oder? Wie möchten die denn am liebsten arbeiten? Eben nicht alle in Gruppen, aber sehr viele, interaktiv, oder? In Kollaboration, aber eben nicht alle. Dann haben wir eben, dass die Situation ist dann sehr heterogen, Studierende, die mit dem Ohrstöpsel im Seminarraum sind und arbeiten und die anderen, die heftig miteinander diskutieren. Genau, und das ist neunmal der Fall, das hat ein bisschen Mut gebraucht, das zu machen, oder? Neun Seminarveranstaltungen dafür investieren. Genau, und das habe ich dann, jetzt schon wieder. Gut, genau, eben das Lerncoaching, das ist eigentlich jetzt das Wichtigste gewesen dann für mich so, okay, was ist denn jetzt meine Rolle als Dozent in diesem, weil die machen und sind zum Teil schneller und langsamer und was ich mir überlegt habe, sind eben so Begleitschienen, das eine ist so dieser Arbeitsplan und dann auch diese Workshops und jetzt aus Zeitgründen lasse ich das jetzt mal sein, das zeige ich Ihnen dann vielleicht nachher, wenn es Sie interessiert. Aber ich gebe Ihnen da die Möglichkeit, in einem Arbeitsplan müssen Sie mir angeben, wo Sie stehen im Prozess, damit ich weiß, wer ist wo. Also das ist ganz wichtig, den Überblick zu behalten, wer macht jetzt eigentlich was, weil ich nicht jedes Mal im Seminarraum herumgehen will und fragen, was machst du, was machen Sie, wo weit sind Sie. Das ist eben eine große Problematik auch im Coaching. Also inwiefern lasse ich Sie eben arbeiten und inwiefern mische ich mich ein, oder? Und das ist so ein, da muss man feinfühlig sein und auch da ein bisschen Erfahrung sammeln. Und ich bin eigentlich jetzt so mittendrin in dem, oder so. Fordern und fördern. So, das ist so diese Gratwanderung, in der ich stecke, oder? Dass Sie einfach mal machen und viele wollen in Ruhe gelassen werden und arbeiten. Und die kommen dann schon, wenn sie ein Problem haben und andere
eben die muss man vielleicht auch ein bisschen mal antippen und sagen, so komm, erzählen Sie mir mal, was Sie machen, wo Sie stehen. Ja, und da muss man, das ist das, was ich jetzt eigentlich drin stecke und mir das mal so und Erfahrungen sammle. Genau. Da, was ich dann sicher auch noch mache, ist so Workshops, eben das kann man jetzt mehr oder weniger strukturieren, dieser ganze Begleitprozess, oder man kann sagen, so okay, ihr braucht sicher einen Input noch dazu, wer hat Probleme noch damit, und kann man so Workshops anbieten und sie können, meine Studierenden jetzt hier, auch sich selber eintragen und sagen, zu dem und dem müsste ich noch mal eine Schulung haben, ich weiß nicht genau, wie man das und das macht oder wie man eben den Fragebogen generiert oder was für Fragen im Fragebogen oder wie man eben die sozialen Beziehungen dann in diesem Zeichnungsprogramm darstellt und so weiter. Genau. Das war es eigentlich schon. Jetzt, wenn Sie noch mehr wissen möchten, bin ich gerne bereit, auf Fragen einzugehen.